Ich habe keine Lust mehr zu lernen. Oh, wächst da ein Horn auf meinem Kopf? Nehmt für die erste Idee farbige Modelliermasse. Macht dann diese Form daraus und befestigt Beine daran. Formt auch eine rosa Mähne. Ein Schweif und einen Magneten. Was für ein süßes Einhorn! Malt jetzt Augen und die Hufen. Und nehmt auch Sekundenkleber und einen Faden. Klebt ein Ende des Fadens auf das Einhorn, das zweite Ende an einen Würfel. Macht als nächstes eine Spirale an einem langen Stab und klebt einen weiteren Magneten darauf. Befestigt es dann am Würfel. Könnt ihr es auch spüren? Das ist Magie. Befestigt noch Sterne an den Seiten des Würfels. Ihr könnt jetzt Ministifte darin abstellen. Wer hat gesagt, dass Einhörner nicht fliegen können? Und jetzt braucht ihr eine Lupe und Schaumgummi. Verfolgt die Lupe auf dem Schaumgummi. Und schneidet es aus. Schneidet auch die Mitte aus. Und klebt es an die Lupe. Als nächstes braucht ihr rosa Modelliermasse. Und formt ein Horn. Klebt es dann an. Und befestigt auch Ohren an den Seiten. Verwendet einen Holzstab und bemalt ihn pink. Klebt dann beide Teile zusammen und fügt noch einige Sterne hinzu. Einhörner wollen, dass wir alles genau sehen. Deshalb haben sie uns hierbei geholfen. Als nächstes braucht ihr eine transparente Kappe von einer Zahnbürste. Schneidet die Spitze mit einem Cutter ab. Und schneidet eine Seite ab. Klebt ein paar Strasssteine an. Und auch eine Krone. Als nächstes braucht ihr kleine Papierquadrate. Und setzt sie in die Kappe. Was für ein niedlicher Notizblock. Wofür werdet ihr es verwenden? Und jetzt braucht ihr Schaumgummi und ein Mini-Notizbuch. Schneidet einen Streifen Schaumgummi ab und faltet es. Klebt das Notizbuch von innen an eine der Seiten. Als nächstes braucht ihr Modelliermasse und macht Ohren und ein Horn. Klebt alles dann oben fest. Zeichnet dann Augen mit einem Kapillarstift. Macht auch die Wimpern. Ihr könnt Zitate, Gedanken und Gedichte reinschreiben. Was immer ihr gerne möchtet. Und für diese Idee braucht ihr eine Mini-Plastikbox und farbige Modelliermasse. Macht den Kopf und Ohren aus weißem Ton. Als nächstes braucht ihr Rosaton und formt ein Horn. Macht auch kleine Rosen aus dunkelrosa Modelliermasse. Und schmückt den Kopf des Einhorns damit. Verwendet eine Pinzette, um die Arbeit zu erleichtern. Nehmt dann den Deckel ab und klebt das Einhorn darauf. Ihr könnt auch noch etwas Glitzer hinzufügen. Und schließt es dann. Nehmt als nächstes ein Stück einer Gummimatte und schneidet solche Stücke aus. Klebt es zu einem Organizer zusammen. Und befüllt die Fächer. Setzt nur noch das Einhorn auf. Und fertig! Wie würdet ihr dieses Accessoire auf einer Skala von Niedlichkeit bewerten? Als nächstes braucht ihr ein Bild von einem Einhornkopf und eine Schere. Schneidet das Einhorn aus und malt es rosa an. Klebt dann blaue Watte an. Gebt auf das Horn noch etwas Goldglitzer darauf. Macht dann noch ein zweites Einhorn und nehmt dann eine Plastikpipette und schneidet die Spitze ab. Wickelt die Pipette mit Klebeband ein. Befestigt die Einhörner an den Seiten. Ihr erhaltet den süßesten Abroller der Welt. Klebt dann nur noch alles zusammen. Das sieht echt toll aus. Und für diese Idee braucht ihr eine rosa Gummimatte. Zeichnet ein Einhorn darauf. Und schneidet es aus. Bemalt es jetzt in verschiedenen rosa Tönen. Und verziert das Horn mit Glitzer. Eure Mini-Pinnwand ist fertig. Es ist klein, aber sehr nützlich. Wir haben so viele Ideen, aber leider sind uns die Pinnnadeln ausgegangen. Ihr braucht jetzt eine kleine Plastikbox und etwas Farbe. Färbt es dann pink.
und verwendet dafür einen Schwammpinsel. Klebt ein weißes Blatt auf den Deckel. Und verwendet Modelliermasse, formt daraus ein Horn. Macht jetzt mit einem Zahnstocher Rillen. Klebt das Horn dann an und zeichnet danach mit einem Kapillarstift Augen und einen Mund und verwendet jetzt einen dünnen Pinsel. Malt dann einen Regenbogen, lasst die Farbe trocknen und die Modelliermasse aushärten. Legt dann die Schuhsachen hinein. So viele Stifte sind super, vor allem mit so einem coolen Federmäppchen. Und jetzt braucht ihr ein Stück Papier. Faltet es erstmal diagonal. Und klappt es auf. Faltet dann die andere Diagonale. Und faltet dann die Spitze. Faltet anschließend die beiden verbleibenden Kanten, um einen Umschlag zu erhalten. Und faltet es wieder auseinander, um ein Dreieck zu erhalten. Faltet eine Seite ab und faltet die freien Ecken nach innen, um ein Quadrat zu erhalten. Befestigt es, indem ihr die Ecken einsteckt. Macht das gleiche noch mit der letzten Ecke. Nehmt jetzt eine Schere und schneidet die Mitte und die Ecken ab. Ihr solltet ein Herz erhalten. Malt Augen und die Nase. Bringt auch ein glänzendes Horn an. Jetzt braucht ihr ein Stück Papier und einen Marker. Malt einen Regenbogen darauf. Und klebt es an das Einhorn. Damit werdet ihr immer eure letzte Seite wiederfinden. Das Einhorn ist dabei unsere magische Hilfe. Und für diese Idee braucht ihr eine Plastikpipette und Modelliermasse. Schneidet einen Teil der Pipette ab und stecht ein Loch hinein. Nehmt eine Serviette und malt darauf die Regenbogenfarben. Verwendet jetzt weiße Modelliermasse und setzt es auf das Plastikstück. Macht dann vier Beine und klebt sie ab. Formt als nächstes ein Horn, einen Kopf und mehrere Kugeln aus Modelliermasse. Setzt den Kopf an und macht aus den bunten Kugeln dünne Streifen. Verbindet sie und befestigt sie mit dem Horn. Befestigt dann die Mähne am Kopf des Einhorns. Zeichnet danach mit einem Kapillarstift die Augen. Und legt die bemalte Serviette hinein. Zieht den kleinen Schweif durch das Loch. Braucht ihr eine Serviette? Hier bitte, das Einhorn hat eine. Echt magisch. Nehmt für diese Idee farbige Modelliermasse. Formt ein weißes Einhorn. Und bringt Ohren an. Macht dann dünne Streifen aus rosa Modelliermasse und macht aus ihnen eine lange, wellige Mähne. Macht danach mit einem Zahnstocher ein Loch in die Stirn. Nehmt jetzt eine Mine von einem Kugelschreiber und schneidet die Spitze ab. Verwendet dunkelrosa Modelliermasse und deckt die Stiftmine damit ab. Formt dann ein Horn und verwendet dafür einen Zahnstocher. Setzt es dann auf die Stirn. Zeichnet jetzt die Augen mit einem Kapillarstift. Fertig! Jetzt könnt ihr etwas Magisches schreiben. Mit diesem Stift aus dem Horn eines Einhorns wird alles wahr. Versucht es auch mal. Jetzt braucht ihr ein Radiergummi. Zeichnet dann ein süßes Einhorn darauf. Schneidet die Zeichnung mit einem Cutter aus. Und färbt das Einhorn mit einem dünnen Pinsel. Wenn die Farbe getrocknet ist, könnt ihr den Radierer verwenden. Einhörner sind immer da, wenn ihr Hilfe braucht. Und für diese Idee braucht ihr eine Kappe vom Nagellackentferner und ein Stück Papier mit einem Regenbogen darauf. Erstellt einen schönen bunten Regenbogen, klebt dann Watte auf beiden Seiten an. Schneidet jetzt den Regenbogen durch. Klebt dann den Regenbogen auf beiden Seiten an die Kappe an. Dekoriert noch die Kappe. Euer neuer Zauberstifthalter ist fertig. Habt ihr jemals Stifte in einem Regenbogen gefunden? Für die letzte Idee braucht ihr ein paar Quadrate aus Pappe. Schneidet die Bögen aus und verbindet die Bögen paarweise. Färbt sie dann mit Regenbogenfarben. Nehmt als nächstes Schaumgummi und klebt es dann dazwischen.
Wenn der Kleber getrocknet ist, könnt ihr den Halter verwenden. Ihr könnt hier viele Dinge ablegen. Toll, oder? Wie fandet ihr unsere Einhorn-Schuhsachen? Schreibt uns, welche Idee ihr gerne selber herstellen wollt. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.